Berühmte Gatorfahrt. Die berühmte Love Family Park Gatorfahrt. Fahr mit euch einmal aufs Gelände. Ich fällt auch da hinten runter. So, wo ist denn jetzt hier die Zeremonie hier? Da wurde ja vorhin eine Zeremonie aufgeführt. Das ist man nicht, aber wir können mal den Leuten hier kurz die Hauptbühne zeigen. Die stehen schon. Hier Kamerafrau auf die Bühne. Hier ist der Soundcheck. Soundcheck! Blablabla, blablabla, blablabla. Love Park, 6.7. Noch ist ein bisschen bewölkt heute, aber die Sonne scheint morgen auf jeden Fall. Oder? Ja. Die Sonne hat den ganzen Tag geschienen. Wir haben hier den weltbesten Gatorfahrer. Jawohl, hier ist er. Und den weltbesten Co-Piloten. Wir sind jetzt hier auf der Heiligen Wiese. Jetzt geht's mal zum ganz heiligen Platz. Ja, und die Kamerafrau. Denn hier wird euer Wetter gemacht. Hier wird unser Wetter gemacht. Euer Wetter, unser Wetter. Unser aller Wetter. Hier ist Dekoration am Vorabend der Heiligen Wiese 2008. Gas geben! Ja! So, Leute, jetzt kommt Bühne 2. Hier ist die Bühne 2. Ist das nicht die Bühne 3? Sorry, hier ist die Bühne 3. Und da auf der Hebebühne steht hinten Grove. Das muss aber eigentlich Groove heißen, oder? Also hier ist ein klassischer Fehler gemacht worden von dem Hersteller. Es müsste Groove heißen, hast du richtig erkannt. Wie die Sau. Genau, hier groovt es nicht nur, hier rockt es auch ganz pervers. So, wen haben wir da? Den kommen wir mit Interviewpartner, oder? So, einen Interviewpartner haben wir hier gefunden. Du bist der? Sebastian. Und wir wollten von dir wissen, gibt es morgen eigentlich genug zu trinken? Das weiß der Joe. Das weiß der Joe. Aber du bist auch der Auszubildende, also musst du es auch wissen, oder? Ja, wenn hier das Trinken leer geht, ich glaube, dann... Hat es dir noch nie gegeben, dass es zu trinken leer geworden ist? Morgen gibt es genug zu trinken. Für alle, oder? Logisch. Also, kommt morgen. Hoppa. So, wir fahren jetzt unter der Brücke durch. Aua, hier gibt es ordentlich was, ordentlich Stoff morgen. Wir sehen mal, wie die Bühnen aufgebaut werden. Sophia, halt mal drauf. Da wird morgen ordentlich fluffig, werden alle bedient. Robin, gib Gas, da ist doch die Bühne. Warum kommen wir denn da nicht durch? Ja, unser Gatorfahrer wird, glaube ich, bald abgelöst. Wir machen jetzt was wir sehr ungern machen, den Rückwärtsgang einlegen. Aber das ist beim Gator kein Problem, denn Gator laufen rückwärts genauso schnell wie vorwärts. Ja? So. So sieht es übrigens hier Backstage aus, im unglaublich beliebten Backstage. Also ihr seht schon, der Blick vor der Bühne ist wesentlich hübscher. Ja, geht alle vor die Bühne, weil ich meine, wer will hier eigentlich stehen, ja? Das wäre jetzt also welche Bühne? Das ist die Bühne 2. Mit? 1, 2, 3. Bühne 2 mit Ritchie und Ricardo sind da. Und? Und der Dixon. Und? Der Kotze. Nee. Wo spielt der Kotze denn? Auf der Dreier? Ja. Ich dachte, er spielt da. Wir können ja nochmal nachlesen. Hier ja. Steht noch die Magda. Magda. Und der Loco Dice. Ah, der Dicey, okay. Ah. Dice Dice Baby. Dice, auch genannt. Dice Baby. Ah, das ist der Gordon. Gordon, nochmal eine kurze Frage. Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Gordon, Happy Birthday to you. Gibt's morgen genug zu trinken? Auf jeden Fall, also verdursten werden wir absolut nicht, ja. Wird niemand verdursten, super. Juhu. Will auch keiner. Es geht weiter. Hat er auch Geburtstag heute? Der Mittler hat noch Geburtstag heute. Nein, hat der Gordon auch Geburtstag? Ja. Nur Geburtstagskinder. Und wer hat morgen Geburtstag? Wir. Und? Der Love Family Park. Und? Du heiratest. Ich heirate morgen, ja. Und wer hat noch Geburtstag? Der Dalai Lama hat doch morgen Geburtstag, ja. Und der wird wie alt? Ganz jung ist der, glaube ich, noch. Der ist vielleicht erst 12 oder so. Ich habe gedacht, der wäre schon 13. Ich meine, der ist jünger als der Love Family Park. So, jetzt der coolste Stage Manager aller Zeiten. Ah, der coolste Stage Manager aller Zeiten, bekannt und aus Funk und Fernsehen und von Rock am Ring, ja. Josephine, I send you all my love. Da vorne ist er, den Gas geben, Robin! Ja.
Was war eigentlich heute mit der Gase los? Die Gase ist hier. Thema des Josephine, I send you all my love. Josephine, every step I take for you all my love.